Comeback Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Am Sonntag, den 18. Juni, fand in der evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck eine feierliche Konfirmation statt. Insgesamt wurden 23 Jugendliche in zwei Gruppen konfirmiert. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens hat am 7. Juni einen wegweisenden Gesetzesentwurf zur Änderung der Landesbauordnung vorgestellt, der ein Verbot von Schottergärten ausdrücklich in das Landesgesetz aufnehmen soll. Damit sendet die Regierung ein starkes Signal für eine nachhaltige und ökologisch verantwortungsvolle Gestaltung von Gärten. In diesem Rahmen hat das Ministerium am Montag, den 26. Juni, einen Fotowettbewerb unter dem Motto »Der schönste Garten in Nordrhein-Westfalen« gestartet. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen am Wettbewerb teilnehmen, indem sie Fotos ihres Gartens auf der Webseite des Ministeriums mhkbd.nrw hochladen. Gelungener Auftakt zum bevorstehenden Schützenfest der Altschermbecker Kilian-Gilde. Am Samstag, den 24. Juni, versammelten sich die Mitglieder der Kilian-Gilde Altschermbeck bei strahlendem Sommerwetter zur Vorfeier, um sich auf das bevorstehende Schützenfest einzustimmen. Die Feldbahnfreunde Schermbeck-Galen e.V. betreiben die einzige historische Feldbahn am Niederrhein. Dies ist ein absoluter Ausflugstipp für die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Die beliebten Ferienfahrtage finden auf dem Vereinsgelände der Feldbahnfreunde statt. Ab Mittwoch, dem 28. Juni, bis zum 2. August, jeweils mittwochs während der Ferien von 15 bis 17:30 Uhr. Timo Schild und Regina Köpp bilden das neue Brüner Königspaar. Im letzten Jahr hatte Timo Schild noch das Nachsehen, dieses Jahr war er der beste Schütze. Weiter geht es in Brünen am 30. Juni mit dem Seniorencafé. Um 18.30 Uhr tritt auf dem Marktplatz das Bataillon an und marschiert zur Festhalle an der Bergstraße. Auf der Festwiese finden Ehrungen und Beförderungen für Mitglieder statt. Ein Höhepunkt ist dann alljährlich der große Zapfenstreich. Um 20 Uhr beginnt der Eröffnungsball mit der Band Blind Date. Der Eintritt ist frei. Der Schermbeck Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck.